Die Regionalliga West. Alle Spiele nur bei Sport Total. Wird präsentiert von Schau ins Land Reisen. Fortuna Köln stößt an, beginnt ganz in Rot. Der ist der FC Bocholt. Von rechts nach links. Beim Sieg gegen Fortuna Düsseldorfs U23. Auch dort stand die Null. Und das dürfte die erste gelbe Karte geben. Fragezeichen. Vorteil angezeigt. Batterilo. Erste ganz dicke Gelegenheit für Fortuna Köln. Zielt aber zu ungenau. Riesengelegenheit. Nach einem individuellen Fehler. Der Ball ist natürlich bärenstark. Und dann will Batterilo den Ball unter den Querbalken schrauben, aber verfehlt das Ziel um einige Zentimeter. Wissen um die Stärke der Kölner nach Standardsituation. Und da wird es wieder gefährlich. Gute Szene, gute nächste Möglichkeit nach diesem Eckball für die Fortuna. Zielspieler Lanius segelt hier noch unter dem Ball durch. Und dann fehlten wieder nur wenige Zentimeter bei diesem Abschluss von Jonas Scholz. Viele Ballverluste auch im Spielaufbau. So ein richtiger Spielfluss will noch nicht zustande kommen bei den Gastgebern. Jetzt vielleicht aber. Lorch. Und der Abschluss. Guter Schuss. André Weiß macht sich ganz lang und kann den Schuss von Bogdan Schubin entschärfen und gerade noch so am Pfosten vorbeikratzen. Der Ball von Leuchter ist richtig gut. Stellungsfehler von Lanius und dann mit dem linken Fuß zwingt der André Weiß zu dieser Glanzparade. Erste gute Chance für die Gastgeber. Und Frickert zwingt André Weiß zur nächsten Parade. Schöner Flankball auf den Kopf von Lukas Frenkert. Beckert serviert, Frenkert steigt hoch und André Weiß ist da. Ball kommt scharf auf Lanius, der verpasst nur knapp. Langer bringt den Ball wieder raus. Demai mit der Möglichkeit. Sucht nach Anspielstation. Akritides holt sich die Kugel. Holdak. Wieder Holdak. Der Ball ist sehr stark. Und da ist passiert. 1-0 für den ersten FC Bocholt. Marvin Lorch hat's gemacht. Und jetzt gibt's hier kein Halt mehr. Jubelextase in Weiß und Schwarz. Ein überragender Flankenball von Holdak. Den kannst du besser nicht spielen. Lorch macht es natürlich auch gut. Direkt aus der Luft. André Weiß kann nichts, aber auch nichts gegen diesen Gegentreffer ausrichten. Hellas. Gut gemacht. Marco. Stark mit der Hacke. Holdak. Hellas. Kannst du nicht aus der Halbzeit kommen, als es der erste FC Bocholt hier macht. Der Ex-Fortune aus 5 Metern. Und das hier war der Schlüssel. Falco mit der Hacke
und Vellas muss ihn dann nur noch reinziehen. Platz jetzt über Holdock. Marvin Lorch. Ball kommt. Scharf aufs Tor. Da fehlt wieder nicht viel. Gut ausgespielter Konter über Holdock und Lorch. Mike Kegel entscheidet sich für die Flanke. Anschlusstreffer. Da waren sie nicht eng genug am Mann. Jonas Scholz ist es gewesen. Der sich hier löst und durchsetzt. Fox kann nur hinterher schauen. Die Spannung ist zurück am Hünding. Zu wessen Gunsten wird er sich entscheiden? Das war's. Abpfiff am Hütting. Der FC Bocholt schlägt im Spitzenspiel Fortuna Köln mit 2:1. Wie funktioniert denn das Ganze hier nochmal? Ach, meine Güte. Also, hier hast du eine Playlist. Da unten gibt's ein ganz tolles neues Video von uns. Und da können uns die Leute abonnieren. Ah, danke, Lennart. War ja gar nicht so schwer. Ja,